Guten Morgen, Leute. Ich bin gerade fertig mit der Fahrschule. Ich höre gerade noch Musik. Übrigens, ich liebe die Kopfhörer. Richtig wild. Und ich warte jetzt gerade auf Simon. Dann gehen wir zusammen zum Fitnessstudio. Er sollte eigentlich immer so um die Uhrzeit hier sein. Aber Simon, der weiß man immer. Der braucht immer 5 Minuten länger. Sobald er hier ist, machen wir uns auf den Weg zum Fitnessstudio. Und dann wird gepumpt. Dann gehen wir schwimmen. Und dann gehen wir schön essen. Danach ist umgeklickt. Und dann habe ich nochmal also ich war gerade in der Fahrschule. Theorie und heute Abend habe ich noch mal ein paar Stunden, also Praxis. Wir sehen uns gleich, wenn Simon da ist. So, Simon der Pünktliche ist jetzt auch da. Wir sind auf dem Weg zum Gym, da sehen wir uns gleich wieder. Wir haben ihn live im Gym getroffen. Darf ich dich kurz sexuell belästigen, Simon? Da kann ich nur eins zu sagen. Du Dreckige, du Hässliche. Ey, aber selten, dass wir zusammen im Gym sehen, weil normalerweise trainierst du immer früher. Ja. Ich würde auch in Zukunft früher trainieren, dann können wir zusammen gerne. Aber erst, wenn ich Fahrschule vorbei habe, weil wegen Fahrschule muss ich immer 13 Uhr bis 14 Uhr. Was hindert dich daran, einfach früh aufzustehen, wie ich das auch mache, jeden Tag ja, um 9 Uhr? Noch früher aufstehen, oder 30 schwimmen. Dann schwimmen gehen, dann wieder zur Fahrschule, wie so ein Idiot. Nee. Nach dem Schwimmen gehst du zur Fahrschule, nach der Fahrschule zum Gym. Nein, ohne was zu essen? Das ist Bullshit, nee, ohne zu essen ist scheiße. Ich will nach dem Gym schwimmen und dann will ich richtig schön essen bei Loft. Mm. Immer unter dir gehe ich essen. Immer, immer schön essen. Gefällt dir das? Das gefällt mir sehr gut. Dass du in meiner Nähe bist. Das gefällt mir sehr gut, ja. Da ist übrigens Max bei, kennst du ihn schon? Nein, kenn ich nicht. Er hat mir nie gezeigt. Jetzt weiß ich, wie er aussieht. Ja, willst du ihn leaken? Schreibt mir im Instagram mal Foto jetzt. Hey Leute, ich habe im Fitnessstudio nichts gefilmt, außer Orange im Orange ganz kurz. Aber hier könnt ihr noch mal eine kleine Instagram-Story sehen von ihm, wo man mich in Aktionen erlebt, wo ich richtig am Trainieren bin, Leute. Könnt ihr noch mal hier reinschauen? Wenn alle fleißig am Trainieren sind, aber dieser eine Junge einfach nur rumsitzt und am Handy ist. Paul ist sauer, leider. Nilo und Simon sind hinter mir und ich bin schon eingecremt, deswegen sehe ich auch so weiß aus. Wir gehen jetzt nochmal ins Meer und richtig nach Almanart schön Sonnencreme drauf, man kennt ihn. Vor mir ist Maxify. Nee, das stimmt. Das stimmt nicht, sagt er. Und jetzt gehen wir nochmal schwimmen und dann gehen wir schön was essen. Und da ich im Fitnessstudio heute so wenig gefilmt habe, werde ich euch dafür ein bisschen mehr vom Meer zeigen. Also mehr gibt's heute, ja? Nicht weniger mehr, sondern mehr. Let's go. So Leute, wir sind am Meer und jetzt gehen wir da zu den Naturpools, beziehungsweise nutzen wir es eigentlich nur als Sprungbrett ins Meer, aber wir gehen ins richtige Meer. Und dann schwimmen wir zum Strand da vorne und dann wieder zurück. Und dann wir sind echte Männer. Richtige Männer. Das Meerpoolbecken ist gerade zu voll. Und für Corona-Schutzmaßnahmen machen die mal so ein Limit. Wir müssen jetzt theoretisch hier warten. Oder wir gehen da vorne zum Strand. Und wir können hier durch den Tunnel durch zum Strand. Wir gehen durch eine Höhle. Max, versteck dich. Hä? Ich bin weg. Ich bin hier noch nie durchgegangen. Hä, wie geil ist das denn? Hä, wir gehen einfach durch so eine Höhle. Oh mein Gott! Lass mal hier reinspringen. Hä, hier ist einfach so eine. Hä? Hier ist einfach so Ritterburgöffnung. Das ist bestimmt auch aus der Mittelalterzeit, wo die noch ihre Dinger hier bewacht haben. Hä, wir gehen einfach durch eine Höhle, Leute. Oh mein Gott, da ist schon der Strand. Das ist echt nur eine Minute. Das ist echt eine Minute Weg, Alter. Wir hätten ja überhaupt nicht in das andere Becken reingehen müssen, weil wir gehen eh lieber ins Meer. Yeah. Oh mein Gott. Wir sind am Beach. Hä, wie geil ist das denn? Guck mal da, wir sind einfach durch diese Höhle da gegangen. Da. So ein geiler Sandstrand, ne? So geil. Geil, dieser feinkörnige Sand, ja. Madeira ist bekannt für die weiten, großen Sandstrände. So, dann vorne gehen wir normalerweise immer, springen wir ins Meer. Und ja, jetzt können wir einfach hier rein. Jetzt schwimmen wir einfach nach vorne hin und können da trotzdem rein. Ey, wir können einfach hinschwimmen, dann können wir einfach da rein, ohne dass uns jemand auffällt. Okay, Leute, ich habe gerade überlegt, eine Zeitrafferaufnahme zu machen. Das Problem ist, dass wir mit Maxify schwimmen gehen. Und Maxify darf ja nicht geleakt werden. Sorry. Aber weißt du was? Ihr seht uns jetzt nicht schwimmen. Ich filme das da hinten und mache eine Zeitrafferaufnahme von da hinten. Das heißt, ihr seht trotzdem so ein bisschen die Wolken und das Meer und so. Und andere Menschen, aber ja, Maxify und uns können jetzt nicht sehen, weil sonst liegen wir ihn. So, viel Spaß mit der Zeitraffaufnahme. Let's go! So, ich hoffe, die Zeitraffaufnahme hat euch gefallen. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück. Ihr kennt ja die Ritterburg-Fenster hier. Und ja, wir gehen jetzt durch die dunkle Höhle durch. Let's go! Und dann gehen wir schön was essen. So, Leute. Nach einem anstrengenden Tag im Fitnessstudio und im Meer gibt es für uns noch mal eine gute Vegan Bowl. Los. Leute, Bonn is about to fall. Den geil. Oh,
Ich halte schnell. Obrigado. Plus noch den geilen Veggie-Burger. Obrigado. Schön immer Burger und die geile Vegan Bowl. Ey, ich liebe dieses, also das ist eine geile Kombination. Das ist eine geile Kombination. Lexi hat Chicken Breast Salad, auch sehr geil aus. Und Nilo hat zwei Omelettes wieder. Ey, wir essen immer das gleiche hier, aber es ist halt auch einfach geil. Zwei Omelettes und Toast mit Avocado und Ananas und nochmal extra Toast. Und ja, so, ich zeige euch einmal noch an die Zuschauer das Restaurant von drinnen, weil es was Cooles zu sehen gibt. Pass auf, wenn man reingeht, ist es innen drin auch sehr schön dekoriert. Und hier kann man sich desinfizieren. Wenn man da seinen Kopf in der Nähe dran hält, dann wird die Temperatur gemessen und ich bin jetzt 36,5 Grad. Let's go! Hey Leute, ich weiß nicht, was das letzte war, was ich gefilmt habe. Ich glaube, das Essen. Ich kann euch ja kurz erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und zwar haben wir ungeklickt gestreamt. Ich hätte eigentlich meine Fahrstunde gehabt, aber rate mal, wer mich wieder sitzen lassen hat. Wenn man meine Fahrstunde eine halbe Stunde vorher abgesagt hat, nachdem ich gefragt habe, kommst du um 10 Uhr? Richtig, mein Fahrschullehrer natürlich. Der hat einfach gesagt, no, no, Simon, no, no. Kennt ihr von Family Guy die Haushaltskraft, die immer sagt, no, 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 no. Es ist so belastend, Leute, es ist so belastend. Wir sind gerade noch draußen, Tobi geht hier noch gerade ein bisschen spazieren und Pipi machen, aber man sieht hier nichts, es ist alles dunkel. Schade, weil hier sind überall Palmen und sowas, aber man sieht nichts wegen, man sieht nur die Lampe. Naja, auf jeden Fall wollte ich noch eine Sache erzählen, die ich ganz vergessen habe heute. Und zwar, wir waren beim Autohändler und ihr wisst ja, welches Auto ich mir eigentlich holen wollte. Und damit habe ich schon ein bisschen was verraten. Und zwar habe ich überlegt, einen gebrauchten i3 zu holen, weil ich auf jeden Fall ein Elektroauto haben wollte. Aber ihr habt so viele Kommentare geschrieben zu verschiedenen Elektroautos. Also ich habe gelesen, VW ID3, Tesla, Model 3, Tesla Model Y, e-tron von Audi, dies und jenes. Also ich habe so viele verschiedene Elektroauto-Vorschläge von euch gelesen, dass ich mir noch gedacht habe. Ja, auch ganz viele haben diesen Volvo geschrieben, dem CX40 und CX60 oder heißt der so, ich weiß nicht. Und alles mögliche, ja. Und es haben so viele Vorschläge von euch geschrieben, dass ich dachte, ich guck nochmal nach, ne? Und ich frag mal den Autohändler, weil wir waren, es gibt hier so einen Elektroautohändler auf Madeira, der nur Elektroautos handelt. Und haben wir so gefragt, ja, was geht ab so? Und ich sage euch mal so, ihr wisst, ich bin ein Sparfuchs und bei Autos will ich nicht viel Geld ausgeben. Und der BMW i3 hätte 28.000 gekostet, gebraucht. Ich hätte wahrscheinlich nochmal runterhandeln können, so auf 27, vielleicht 26.000 so. Aber Leute, jetzt kommt's, okay? Wir haben dann lange hin und her überlegt und haben mit ihm auch viel gequatscht und so und haben ein gutes Angebot bekommen. Vielleicht für den i3, aber vielleicht auch für ein ganz anderes Auto. Und das seht ihr aber erst wahrscheinlich am 2. September. Ist das September? Ja. Am 2. September soll das Auto ankommen. Er hat es von seinem Lager auf dem Festland rüber geschickt und das kommt jetzt gerade im Container rüber, ist schon auf dem Weg. Und ich sage mal so, wie es ist. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Ja? Also es wird auf jeden Fall interessante Meinungen geben. Beim i3 gab es schon sehr viele interessante Meinungen. So. Die eine Seite sagt, ja, der ist optimal für die Insel, tipptopp und so. Manche haben gesagt, nein, furchtbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Hol dir lieber den und den. Und bla, und bla, bla, blub, blub, blub. Und hässlich. Und ja, es gab ganz verschiedene Meinungen. Ich finde den i3 nach wie vor super. Gerade für eine Insel ist der tipptopp oder für den Stadtverkehr. Natürlich ist der i3 nicht das optimale Auto, wenn man über die Autobahn 600 Kilometer am Tag rumfährt, wie häufiger oder sowas. Ja, klar. Aber für so ein Stadtauto oder für so ein Inselauto ist es ein tipptopp Auto. So, da kann ich nichts meckern. So. Aber lasst euch mal überraschen. Vielleicht ist es ja auch ein getunter i3. Ein i3S oder wie der heißt. Nein. Lasst euch überraschen. Ich sag mal so, es hat eine Parallele zum i3. Aber mehr sage ich noch nicht, okay? Also wartet einfach mal ab bis zum 2. September. Simon steht die ganze Zeit hinter mir, macht die ganze Zeit so. Ich muss bloß so lachen, weil immer so ein bisschen so euch neugierig macht. Du bist ein bisschen auf mysteriös. Da ist jetzt der Knubbel. Hallo Knubbel. Genau. Auf jeden Fall haben wir eben noch ein bisschen ungeklickt gestreamt dann. Dann haben wir noch ein bisschen Smash gezockt zusammen. Ich habe leider nichts gefilmt. Das war so dumm. Wir hätten beim Smash ab und zu auch mal ein bisschen was filmen können. Ich muss mir das wieder angewöhnen. Ich vlogge erst wieder seit ungefähr 2 Wochen oder so. Ich muss mir echt vieles wieder angewöhnen. Ich habe Simon schon gesagt, der soll mal ein paar mehr B-Rolls machen. Ja, ich sag mal so. Es wird immer weiter abgesteppt. Man kennt das Game. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Vlog. Und bis später. Morgen haben wir kein Fitnessstudio. Morgen mache ich Fahrschule und dann gucken wir, was der Tag mit sich führt. Ich weiß immer noch nicht. Ich weiß nicht, was der Tag mit sich führt. Vielleicht ein bisschen Poolsplash. Boah, ich bin so gespannt aufs Auto. Ich bin auch so auf eure Meinung gespannt zum Auto. Ich bin so gespannt. Oh. Ich sag so viel, es ist ein Elektroauto. Es ist ein Elektroauto. So.